So, liebe Checker-Freunde, da haben wir den neuen VW ID.7. Ganz schnell, vielen Dank an die Autohäuser Weber hier in der Region Süddeutschland, Walderstadt, Calw, Herrenberg, Leonberg, Skoda, VW, Audi, Seat, Cupra. Vielen Dank mal dafür, dass es so schnell kam. Das Auto ist gerade 661 Kilometer drauf und wir haben ihn schon zum Testen. Finde ich mega. Was machen wir? Reichweitenvideo. Wir haben einen 77 Kilowattstunden Akku netto. So, wir machen ein Verbrauchsvideo. Was verbraucht er? Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir haben natürlich viel zu tun. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Kurzstrecke 10,9, Landstraße 12,9, Autobahn 18, im Schnitt 14,1, sagt VW. Reichweite City gibt es auch so einen Wert, 774 Kilometer, finde ich interessant. In Wirklichkeit geben sie an, so knapp 530 bzw. 621 Kilometer Reichweite. WLTP zieht jeweils mal im Sommer mal 10-15% ab, im Winter mal locker 20% ab und dann sind wir hier eigentlich mehr oder weniger auf der richtigen Seite. Aber wir werden jetzt gucken, wir haben jetzt in der Regel 0 Grad, wir haben jetzt den 27.11.2023 und es ist schon kalt, das heißt, da ist es auch am besten, eigentlich ein Elektroauto zu testen, damit ich weiß, wie weit komme ich im kältesten Fall, im schlimmsten Fall in dem Fall. Ja? Und das sind so Erfahrungswerte. Und was haben wir für Ladeleistung? Wir haben CCS-Serie. Leider kostet Wärmepumpe zur Effizienz 990 Euro extra. Wir haben 350 Volt Ladesystem. Das heißt, CCS kann man bis 175 kW laden, wenn die Ladestationen leer sind. Das heißt, wir können in 10 Minuten mit CCS 204 Kilometer laden, laut VW, in 28 Minuten von 10% auf 80% und 8 Stunden bei 11 kW von 0% bis 100%. Das sind so mal die Werte. Ich bin gespannt, wo er sich einspielt. Er soll sehr effizient sein, hat auch einen sehr guten CW-Wert. Und von dem her schauen wir mal, wir legen los. Wir haben jetzt, ja, 100%, 99% gerade umgesprungen, 600 Kilometer Reichweite und wir werden, der hat 286 PS Leistung, ja, wir werden Eco, wir werden normal fahren, wir werden noch ein Beschleunigungsvideo zwischendrin machen, Assistenzsysteme zwischendrin, das wird schon ein bisschen Akku kosten, aber ich schätze jetzt mal so zwischen 400 und 450 Kilometer, da wäre ich schon zufrieden, ja, und dann ist es auch ein guter Wert. Ja, wir schauen. Und nicht vergessen, wir machen noch, wie gesagt, Assistenzsystemvideo, Einparkassistentvideo, Ausstiegsassistent etc., Ambientevideo, Beschleunigungsvideo, dann 360 Grad Video, haben wir Serie, Kamera und was es noch so alles gibt, das Hauptreview-Video, dann Lichttechnik-Video hinten mit dieser Animation, dann das LED-Matrix-Licht haben wir mit dabei, da machen wir ein extra Video, wie gut es ausleuchtet, wie es arbeitet. Finde ich auch sehr interessant, wie es reagiert. Haben ein paar Videos, ich denke mal so nach 10 an der Zahl. Systemvideo, wie bediene ich das? Wir haben ein paar neue Sachen hier mit dabei, das neue Display, das neue kleine Display, das Augmented Reality Display, vielleicht können wir da auch noch ein Video machen mit dazu. Ja, hat schon einiges versteckt, die Kiste, finde ich gut. Und ich würde sagen, wir legen los, wir fahren los. Leider heute ein bisschen im Dunkeln, weil das Wetter lässt es nicht mehr zu, dass wir alles im Hellen hinbekommen. Deswegen starten wir hier jetzt in der Garage bei mir. Und dann sehen wir uns in spätestens 4 Tagen wieder, wenn ich das Auto dann wieder abgeben muss, wie weit wir gekommen sind und was für einen Verbrauch wir hatten und wie weit wir im Schnitt kommen. Vielleicht schaffen wir auch noch ein Ladevideo mit dazu. Gucken wir mal, was wir so zeitlich alles schaffen. In dem Fall, macht's gut. Danke nochmal, Autohaus Weber und bis in 4 Tagen. Ciao. Fazit. Was hatten wir oder was sind wir gefahren? Sagen wir mal so rum. So, ab, also Langzeit, ich hatte das ja zurückgesetzt. So, wie waren wir unterwegs? Ich bin insgesamt, wow, so lange gefahren, fast 8 Stunden. 210 Kilometer, ja, war halt doch, ich musste noch viel arbeiten und sind wir nicht ganz durchgekommen. Durchschnittlich 26 km/h, haben aber im Durchschnitt verbraucht. Es gibt ja VW vor im Schnitt 14,1, aber nicht im Winter. Autobahn 18 und
da wir jetzt ja um die minus 3, 4 Grad hatten die ganze Zeit, minus 0, oder minus 0, 0 Grad, minus 1 Grad, vielleicht mal plus 1 Grad, also wir waren eher kühl unterwegs, das heißt, wir hatten viel Sitzheizung, Lenkradheizung, Klimaautomatik, mit der Heizung lief die ganze Zeit, bin allerdings die ganze Zeit meistens Öko gefahren, weil der so viel Leistung hat, dass das völlig ausgereicht hat, muss ich echt sagen, habe aber ein, zwei Sprints mit drin gehabt, mit Beschleunigung und sowas und auch jetzt beim Videodreh etc. einiges an Strom verbraucht, muss ich gestehen. Und wir haben jetzt 210 Kilometer gefahren. 23,9 hatte ich Verbrauch im Schnitt. Das ist schon ja fast 10 Kilowattstunden mehr auf 100 Kilometer. Aber natürlich, jetzt wissen wir, Winter, es ist kalt. Das ist ein anderer Wert. Und 210 gefahren, habe noch Rest 142. Und ich schätze mal, ich habe so um die 30, 40 Kilometer Reichweite verballert, wegen Testen, Machen, Tun, Beschleunigen und so weiter und so fort. Hätte vielleicht noch ein bisschen ökologischer fahren können, ja. Bin aber einfach ganz normal gefahren, so wie ich das gerne hätte. Deswegen für mich dann der Wert gut. Das heißt, 210 plus 140 sind wir bei 350 und 30, 40 habe ich bestimmt verballert. Also kann man, wenn man wirklich schaut, jetzt bei minus 2, 3 Grad, 0 Grad, mit immer Heizung, immer Sitzheizung, Lenkradheizung etc., viel Licht, weil es dunkel ist, das spielt natürlich alles auch eine Rolle, knapp 400 Kilometer fahren, bin ich überzeugt davon. Ladeleistung habe ich jetzt leider nicht hinbekommen, da hat die Zeit jetzt nicht gereicht, ist aber nicht schlimm. Ja, von dem her bin ich eigentlich zufrieden, der Verbrauch 23,9, aber ich habe mich schon so auf gute 20 eingestellt. Von dem her bin ich jetzt nicht so groß enttäuscht, dass es 23,9 sind. Und wir dann trotzdem fast noch 400 Kilometer weit kommen. Also sind wir so im Sommer bei 500 Kilometer, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist so meine Erfahrung, mein Wert, was ich so weitergebe. Von dem her absolut top. In Ordnung, finde ich. Er ist wirklich effizient unterwegs. Wir sind auch mal schneller gefahren auf der Autobahn. Also wir haben so einen guten Mix drin gehabt. Viel Startland und Autobahn. Von dem her, wenn jetzt noch der große Akku kommt, dann, dann sind wir da bestimmt irgendwo so bei 550 beziehungsweise 600 bis 700. Dann Winter zu Sommer mit dem neuen Akku vielleicht. Schauen wir mal, was kommt mit der Kombi-Variante. Also, mein Fazit dazu, es ist okay. Also wirklich, muss ich sagen, mit viel Heizen, das ist so ein Thema, wenn wir so in den Zwischentemperaturen sind, bei 15 oder 18 Grad, dann werden wir da vielleicht ganz wenig Heizung brauchen, 22, 23 Grad, dann ist das wirklich auch eine gute Alternative, ein gutes Elektroauto mit viel Platz, mit viel Komfort, damit wirklich in Urlaub zu fahren, bin ich voll überzeugt. Guter Kofferraum, was im Vergleich zu den Mitbewerbern angeht, wirklich top. Also schaut euch die ganzen Videos an, wo ich nochmal alles erkläre, was es noch so alles gibt. Vielen Dank ans Autohaus Werber nochmal für dieses tolle Auto hier in Walderstadt. In dem Fall Fazit, Reichweite erledigt. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Ciao.